Fritz Meinecke hat einen Shitstorm und das macht mich traurig. Nach dem großen Erfolg von Seven vs. Wild bin auch ich auf Fritz Meinecke aufmerksam geworden und habe ihn öfters verfolgt. Ich habe auf den Beef zwischen ihm und Thomas Gast ja reagiert hier auf dem Kanal und da ich Content von ihm benutzt habe für meinen Kanal, finde ich es irgendwie auch angebracht, mich dazu zu äußern, obwohl es ja auch eigentlich egal. Aktuell hat er ja einen Shitstorm. Ich glaube, die meisten, die dieses Video hier sehen werden, wissen auch warum. Wegen dem Fiki 5 Euros Ding in Ungarn auf seiner Fahrradtour mit Felix, Adventure Buddy, PJ, Adventure und Adventure Fritz. Ich habe diese Fahrradtour sehr aufmerksam verfolgt, sehr gern verfolgt. Ich habe alles auf Instagram, als sie noch unterwegs waren, immer die Stories angeguckt, wo sie sind, was sie machen, bei allen dreien aber auch. Hat mich auch sehr gefreut auf die Videos. Als diese Szene dann im Video kam, muss ich ehrlich sagen, die war so kurz und unscheinbar und seltsam. Ich dachte so, okay, aber hat mir nichts beigebracht. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht bemerkt, dass wie der Thumbnail aussieht. Ich habe halt einfach draufgeklickt. Dann habe ich diese Story gesehen, wo gefragt wurde, warum so respektlos und so sexistisch. Und dann wurde gesagt, wer das sexistisch und respektlos findet, der ist auf meinem Kanal falsch. Da saß ich schon da und dachte, hä? Was ist denn jetzt los? Und dann ist mir erst dieser ganze Zusammenhang aufgefallen. Ich dachte so, stimmt, ziemlich assi. Ich persönlich habe es halt nicht wirklich als Catcalling wahrgenommen, weil ganz klar zu sehen war, dass Fritz das so leise in seine Kamera sagt, wie ein kleiner Junge, der heimlich in seinem Zimmer in der Ecke sagt, ficken. So habe ich das wahrgenommen, so ein dummer Männer-Scheiß. Aber natürlich hat er das ja in seinem Video geschnitten und es einem großen Publikum zugänglich gemacht. Das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger und man weiß ja, erstens weiß man nicht, ob diese Person überhaupt eine Prostituierte war. Es kann auch einfach eine leicht bekleidete Frau sein, die dort am Straßenrand langgegangen ist, warum auch immer. Es kann sogar eine deutsche Urlauberin gewesen sein, die vielleicht irgendwie was verloren hat in der Gegend und irgendwas aus dem Auto gefallen, was auch immer, ich weiß es nicht. Die könnte das ja sogar gesehen haben. Beziehungsweise eine Frau aus Ungarn könnte das Video auch sehen, denn das hat immerhin einige, ich glaube inzwischen Millionen Aufrufe. Also unangebracht. Auch Clark, der Werbepartner von Fritz in diesem Video, sah das wohl so, dass das etwas unangebracht war und hat ihn gebeten, die Szene doch rauszuschneiden und das Thumbnail zu ändern. Dies tat Fritz auch sehr gerne, wie er in einer anderen Insta-Story gesagt hat. Er hat es aber nie rausgenommen, weil er gesehen hat, oh, das war falsch, das war eine dumme Aktion. Fritz hat sowieso nie wirklich eingesehen, dass das eine dumme Aktion ist und dass das unangebracht ist. Deswegen hat er ja kurz darauf auch dieses Geldschein-Finger ins Loch Bild gepostet. Bei allem dachte ich noch so, ja, okay, bisschen dumm gelaufen, bisschen dumm verhalten. Ich bin ja selbst ein privilegierter weißer Mann. Ich weiß, wie es ist, dumme Sachen zu sagen und dann zu merken, wie dumm es war und dann daraus zu lernen. Doch Fritz hat sich entschieden, aus all dem nichts zu lernen und uns gesagt, was er von uns allen und dieser Gesellschaft hält. Ihr habt den Text wahrscheinlich schon gesehen, schon tausendmal gehört, aber ich möchte ihn dennoch vorlesen, weil ich mich jetzt kurz darauf beziehe. Und das ist auch mein Hauptgrund für dieses Video. Wäre er einfach dabei geblieben, was war und hätte weitergemacht und ein bisschen ausgesessen, wäre ja für mich nicht alles gut gewesen, es wäre so ein Geschmäckle dabei gewesen. Er hat gesagt, okay, gucken wir mal, vielleicht lernt er draus. Aber dieser Post zeigt halt, dass er nichts draus lernen will und nichts draus lernen wird. Denn nur wer will, der wird. Auf die Frage, warum so toxic oder toxisch? Toxic ist doch der von hiphop.de. Sagte Fritz, glaub mir, ich halte mich so oft extrem zurück und wenn ich das jedes Mal aussprechen würde, was ich wirklich denke, wäre ich vermutlich überall gebannt, hätte keine Kooperationspartner mehr und das Wort Shitstorm würde ein neues Level erreichen. Mir geht diese völlig verweichlichte Gutmensch-Gesellschaft so auf die Eier, ja, nicht anecken, niemanden auf den Schlips treten und für alles rechtfertigen. Triggerwarnung hier und da, immer politisch korrekt, er, sie, divers, innen, über Übenennung, was Umbenennung heißen soll, von Begriffen, das darfst du nicht mehr sagen, der fühlt sich dadurch angegriffen. Ich möchte die manchmal alle schütteln, vor lauter Liebe natürlich. Dieser Text hat viele Probleme, dass er Nazi-Talk in sich hat, wie Gutmensch, was einfach ein Nazi-Begriff ist, von Pegida und AfD-Anhängern in Bezug auf Leute, die Gutes tun, beziehungsweise in ihren Augen eben nicht Gutes tun. Dazu, dass er das Gender-Problem auf eine sehr seltsame Art und Weise kritisiert. Zu dem zweiten Abschnitt will ich gar nicht so viel sagen. Das hat im Prinzip der gute Nick so Wichtiges, beziehungsweise Mr. Rap als sein zweiter Account, schon sehr gut ausgedrückt und das schneide ich euch jetzt hier mal rein, denn das trifft es einfach perfekt auf den Punkt. Sagen wir mal, wir haben einen Tisch. An diesem Tisch sitzen nur Leute, die Fritz heißen. Die können Sprüche über alle reißen, die anders heißen. Über Leute, die Fritz heißen, werden sie aber wahrscheinlich keine Witze machen, weil sie sind ja selber Fritz.
Nach und nach kommen aber vielleicht auch Leute in den Raum, die Achim heißen. Irgendwann dann sitzt vielleicht sogar ein Achim mit am Tisch. Dann kann man immer noch Witze über die Achims machen, es wird aber schon etwas unfreundlicher, das zu tun. Irgendwann dann sitzen vielleicht aber sogar 7 Fritzes und 3 Achims mit an einem Tisch und dann traut sich vielleicht auch einer der Achims mal zu sagen, ey, eure Witze über die Achims, die finde ich eigentlich gar nicht so lustig. Und schwupp, dürfen die Fritzes plötzlich nicht mehr alles sagen. Soll heißen, die Zusammensetzung des Tisches ändert sich, unsere Gesellschaft ändert sich und Ansichten ändern sich. Man kann immer noch alles sagen, was man möchte, aber das Echo wird ein anderes, weil bestimmte Gruppen, die schon immer da waren, haben jetzt plötzlich auch einen Platz am Tisch und können ihre Meinung sagen. In dem Sinne ist es sogar ein Mehr an Meinungsfreiheit, weil es ein Mehr an Meinungen gibt, die Gehör finden. So viel zum zweiten Abschnitt. Der erste ist aber auch ein Ding, wo ich sage, ich muss vorweg sagen, ich mochte Fritz. Ich fand den irgendwie sympathisch. Am Anfang ging er mir ein bisschen auf die Nerven bei Seven vs. Wild, aber dann irgendwie, wahrscheinlich weil er auch mit am längsten dabei war, wobei Maddy war auch mit am längsten dabei, der nervt mich immer noch, dachte ich so, ach ja, und habe ihn dann auch irgendwie ein paar Monate später mal abonniert, weil er halt auch bei Reloadiac aufgetreten ist und habe durch Fritz ja auch PJ Adventure und Felix in Adventure Buddy kennengelernt und verfolge die ja auch ganz gerne. Jetzt lese ich in diesem ersten Abschnitt, dass es ihm eigentlich nur um Skate geht und ich die Person hinter Fritz Meinecke, die ich dort im Fernsehen sehe, gar nicht kenne. Das ist an sich kein Problem, denn viele Leute haben eine Kunstfigur, die sie benutzen, um eben Geld zu verdienen, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das ist ja auch okay, eine Kunstfigur zu haben, wenn die Person dahinter halt kein... Fritz geht es hier offensichtlich nur um Kooperationspartner und dass er nicht gebannt wird. Heißt, es geht ihm ums Geld. Fritz Meinecke möchte viel Geld verdienen. Das ist ja auch okay. Und dass man sich dadurch verstellt, auch. Aber wenn er alles aussprechen würde, was er möchte, dann wäre er überall gebannt und hätte keine Kooperationspartner. Wir haben ja gesehen bei dem Fiki-Fiki 5-Euro-Ding, dass Clark direkt gesagt hat, schneid das mal raus, sonst sind wir weg. Vermute ich mal, dass das ungefähr so lief. Also was möchte Fritz denn sagen? Was würde ein Shitstorm auf ein neues Level heben? Und da kommt etwas ins Spiel, was ich in Form dieser Recherche bei Klengarn gesehen habe. Ich glaube, er spricht sich Klengarn aus, der auch ein Video eben über diese Situation gemacht hat, aber zusätzlich noch einen Fritz Meinecke und die Abrutschung in die leicht rechte Szene. Das Problem ist natürlich als YouTuber, du kannst nicht über deine Fans bestimmen, du kannst nicht sagen, wer mich sehen soll und wer nicht. Und dieses ganze Survival-Ding, das ist ja schon sehr machoid. Da werden natürlich Leute von angezogen, die vielleicht etwas, ja, da ein bisschen was überkompensieren wollen und sich unbedingt gern als Männer fühlen wollen. Wozu ja auch häufig einfach Nazis gehören. In Fritz' Kommentaren hat Klengarn dann gewisse Dinge gesehen, wie, dass die Leute halt groß schreiben mit doppelgroßem SS. Wie gesagt, es ist ja nicht in Fritz ermessen, wer seine Community ist und wer dazugehört und wer ihn regelmäßig verfolgt. Allerdings ist es natürlich schwierig, wenn du dann mit einem Wort wie Gutmensch um die Ecke kommst und du für alles, was du gerne sagen möchtest, gebannt wirst. Und aus diesem Grund, dass ich es einfach wahnsinnig unangenehm finde, welche Person hinter Fritz Meinecke, den ich auf YouTube sehe, steckt, habe ich beschlossen, ihn erstmal überall zu entfolgen, auf YouTube, auf Instagram und mal etwas die Situation abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Auch ich bin ein bisschen hyped auf Seven vs. Wild und so. Da muss ich nochmal gucken, ob ich nicht irgendeinen anderen YouTuber finde, der das streamt, dass dieser YouTuber von mir dann wenigstens den Klick kriegt. Das ist so meine Sicht, mein Ermessen dabei. Ich habe es ja auch versucht. Nachdem der Shitstorm irgendwie losging und so und das alles lief, habe ich gesagt, komm, guckst du nochmal das Ende von der Fahrradtour. Ist ja auch ganz geil. Aber ich konnte es dann nicht. Es war irgendwie so, dem jetzt zugucken. Und ich meine, bei den anderen ist er ja auch mit im Video, weil die halt zu dritt gefahren sind. Aber da ist er ja immer nur so ein kleiner Teil. Und selbst da ist irgendwie so, es ist echt schwierig. Und aus diesem Grund, weil ich es einfach von meinem Bauchgefühl nicht vereinbaren kann, weil ich irgendwie denke, okay, dieser Mensch, der da ist, der scheint kein besonders nette oder gute Person zu sein. Das klingt jetzt alles sehr melodramatisch und vielleicht bin ich da auch etwas überdramatisierend, aber es wirkt einfach sehr, sehr unangenehm, weswegen ich diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, so, Fritz Meinecke ist für mich erstmal tabu, das Thema ist zu, will mich damit nicht mehr beschäftigen, es gibt genug andere Sachen, wie gesagt, wenn Seven vs. Wild irgendwann kommt, wenn es denn überhaupt kommt, dann gucke ich es vielleicht gucke ich es auch nicht, weil ich mir denke, ach nee, kein Bock drauf, weil da sehe ich ihn dann ja auch wieder. Ja, das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao! Weil ich es kann, weil ich es kann, weil ich es kann, Bangarang Mann, weil ich es kann, weil ich es kann, weil ich es kann, Bangarang Mann.